Lieber Löwe, herzlich willkommen zu deinem April 2024 Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich der April gestalten möchte, was er für dich bereithält, was wichtig und ausschlaggebend ist, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, aber auch, was eventuell am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf. Du wirst automatisch weitergeleitet. Lieber Löwe, deine Energie recht uninspiriert, wenn nicht fast gelangweilt. Du suchst nach einer Skamutage. Worum geht es hier wirklich? Yes, die Skamutage. Etwas Neues. Du brauchst neue Impulse. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, außer die, die du dir selbst setzt. Gut möglich, dass du dich viel zu erschöpft fühlst und viel zu gelangweilt bist. Erschöpft fühlst du dich durch die Langeweile, um Neues auszuprobieren. Schauen wir, was da kommen möchte. Ich denke, du wirst träumen. Und beim Traum wird es nicht bleiben. Die Farbe Grün würde dir im April außerordentlich gut stehen. Ich sehe sogar eine grüne Tasche. Grüne Augen. Alles grün bei dir im April. Wenn man zwischen den Zeilen lesen darf, alles im grünen Bereich. So, doch wir wollen ja das Bunte, das Farbenfrohe, auf das du aus deiner Isolation der Langeweile herauskommst. Lieber Löwe, wenn der König des Dschungels sich zu langweilen beginnt, wird es gefährlich. Ich höre das Wort Mätresse. Wird es etwa brenzlig? Lass dich nicht ablenken. Jemand bereitet sich schon seit langem auf eine Doktorarbeit vor. New look, new you. Aber so einfach geht es nicht, lieber Löwe. Sie sagen, dein Thema im April, Demut und Würde. Oder Demut, Würde und Weisheit. Hat dich jemand gedemütigt? Fühlst du dich gedemütigt? In deiner Kreativität? Du fühlst dich ausgegrenzt? Jemand hat dir wohl Stopp gesagt. Der König des Dschungels. Ein Spiel mit dem Feuer. Der Löwe lässt sich so etwas nicht zweimal sagen. Es liegt an dir, ob du darüber hinwegsehen kannst. Die Friedenspfeife herausholst oder angreifst. Was wir dir raten, selbstverständlich, brauche ich jetzt nicht sagen, werde ich auch nicht. Du weißt es schon. Hier soll ich auch noch eine Karte ziehen. Also der April, lieber Löwe, wird bewegend. 6 Themenkarten, auf die zu achten sind. Diese Karten, die sollte ich nehmen und sie springen. Auch 6 Karten, das sind zu viele, ich möchte nur eine.
So. Etwas geschieht, wo du nicht gut genug bist. Jemandem nicht gut genug bist. Etwas, was du getan hast, nicht gut genug ist. Es muss nicht ausgesprochen werden. Es ist ein Gefühl, was dir vermittelt wird. Wie gehen wir damit um? Du bist der König des Dschungels. Nimmst du diese Kritik an? Denkst drüber nach? Nimmst du die Kritik nicht an? Beziehungsweise du nimmst sie in Demut an, behältst deine Würde und machst deine Weisheit daraus. Lieber Löwe, das bist du. Deine Pranken mit den scharfen Krallen, halte sie in Schach. Es würde dir selbst schaden. Hoch erhobenen Hauptes. Denn ansonsten wird das Rad für dich auf eine andere Weise zurückdrehen und es wird dir nicht gefallen. Gut. Mut. Es braucht Mut, um anders zu sein. Es braucht Mut, um sich selbst auszuleben, um sich selbst zu erleben, um sich dann ausleben zu können, um das eigene Leben auszukosten. Der Löwe kann das, sofern er den goldenen Käfig erkennt, den er sich selbst gesetzt hat, nicht den, welchen die anderen ihm überstülpen. Wir reden hier von zwei verschiedenen Paar Käfigen, lieber Löwe. Die Befreiung des Schattens. Bei manchen Löwen, mich juckt es gerade an der Nase, doch sie zeigen mir, jemand kann an der Nase einen Ausschlag bekommen, Herpes an der Nase bekommen, was weiß ich. Sie sagen, du hast es schon lange kommen sehen, doch nur nicht darauf gehört. Du weißt doch, du hast einen scharfen Geruchssinn. Du vertraust ihm wohl nicht mehr, wie? Nun denn, zurück. Die Zahl 44 ausschlaggebend, sowie die 8. Ich denke, es wird mitunter bei vielen Löwen das erste Mal sein, dass sie so eine scharfe Kritik schlichtweg stehen lassen. Kritik. Es gibt gute und nicht so gute Kritik. Konstruktive und destruktive Kritik. Doch dies ist eine Kritik leider aus dem Munde eines Menschen, der nicht deinesgleichen ist, der aber so sein möchte wie du. Wir wollen es nicht verurteilen. Jeder steht woanders. Dein Erhabensein. Du brauchst dir nichts darauf einbilden, lieber Löwe. Es ist schlichtweg, du hast mehr Erfahrung. Diese kleine Prise mehr an Weisheit, weil du mehr an dir selbst gearbeitet hast. Aus diesem Grund kannst du es stehen lassen. Und deine Pranken schön in der Hosentasche behalten. Auch nicht mal Zähne fletschen.
Denn dieser Mensch weist dich auf etwas hin, was schon 9 Jahre zurückliegt. Auf etwas, das 9 Jahre zurückliegt. Gut möglich, etwas, was dich damals verwundert hat, mit offenem Mund hat stehen lassen. Schauen wir uns was Schlaues an, zur Abwechslung. Das, was dir jetzt in den Sinn kommt. Du kannst deine Hand dafür ins Feuer legen. Das ist es. So. Hier haben wir auch eine Hand. Aus dem, was dir gesagt wurde, mache einen Schatz. Denn wenn du es schaffst, es nicht persönlich zu nehmen, die Meinung des anderen über dich, es wirken und ruhen lässt, erlöst du den Schatten, der 9 Jahre an deiner Seite war. Wir machen weiter mit dem Tarot im Extended, lieber Löwe. Bis gleich.